Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bad Wars auf dem Revi-Server. Wir versuchen heute mal wieder zu gewinnen. Dafür suchen wir uns erstmal eine ganz schöne Lobby aus. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn die Runde beginnt. Bis gleich. So, da sind wir jetzt im Game. Wir spielen heute mit dem lieben Old Mile 10. Mal gucken, was das für ein netter Kollege ist. Ob der auch ein bisschen fähig ist und was tut. Oder ob der einfach so wie beim letzten Mal rumsteht und am Verzweifeln ist, weil er nicht weiß, was er tun soll. Wir bauen uns natürlich zunächst erstmal vor. Ja, ich weiß, es gibt die Möglichkeit zu fastbridgen. Bin ich erstens kein Freund von, weil ihr werdet gleich unten links in der Ecke sehen, dass wieder Leute runterfallen werden. Das ist Punkt 1, warum ich fastbridgen nicht mag. Und zwar in 2 ist einfach nicht kann. Gut, das habe ich jetzt gesagt, das stimmt natürlich. Siehst du, da fährt der erste schon runter. Los, bau dich hin. Ist das dein Ernst? Ein Block. Du gibst mir einen Block. Na? Wow, mit diesem einen Block können wir echt so viel machen. Na komm, gib mir mehr. Ja, wir haben natürlich jetzt die Chance, in die Mitte zu kommen, als allererster schon vertan. Weil hier Mr. Old Mile, oder wie auch immer er heißt, schon mal ja, meinte, ein Block würde reichen. Vielleicht ist es auch ein neuer Spieler, man weiß es nicht. Jetzt geht der schon wieder weg. Wo gehst du denn hin? Hallo? Ich würde gerne in die Mitte gehen. Nein, natürlich können wir nicht in die Mitte gehen, weil Mr. Old Mile oder Old Mill oder wie auch immer. Ich würde sagen, der heißt Old Mile. Weil Old ist Englisch, also heißt Mile auch. Der ist Mile auch Englisch. Ganz einfach. So, mein Freund. Komm mal mit, komm. Na komm. Erstmal gucken. Aber die anderen haben definitiv schon Gold. Bekriegen sich da auch schon wieder halb. Das ist aber nicht schlimm. Ja, die haben sogar schon Bogen. Läuft bei denen. Ich würde ja eigentlich noch hochgehen wollen, aber irgendwie, weiß nicht, wir sind eh schon so spät, dass das eh alles nicht klappt. Ich wette, irgendwo warten schon die anderen. Ja, siehst du. Guten Tag. Geh mal weg. Danke. So, Mr. Gelb. Geh mal weg. Ach, das ist eine volle Rüstung. Ja, das wird sowieso nichts. Oh, ist tot. Wer beschießt uns da? Jetzt schwanken, dass gerade irgendwo ein Bogen angekommen ist. Aber gut, lassen wir das. Ja. Da schießt jemand auf uns. Finde ich nicht so witzig, nur sind wir runtergefallen. Super. Schade. Hätte ja klappen können. Unser Teammate ist, keine Ahnung wo, Timbuktu. Dann equippen wir uns mal ganz schnell. Ich habe keine Lust, dass da gerade jemand kommt, während wir hier rumbauen. Jetzt können wir leider nur die minimale Rüstung nehmen und minimal equippen, weil wir halt gerade gestorben sind. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wie diese schnellen Tastenkombinationen gehen, mit denen man quasi hier unten die Sachen belegen kann. Da habe ich schon bei anderen YouTubern gesehen, dass die das mit Bind von einer Sekunde die ganze Leiste unten belegen können. Okay, wir haben erstmal wieder ein bisschen Eisen. Wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Dann sitze ich nicht so lange dabei, immer die ganzen Sachen von Hans zu sortieren. Okay, unser Teammate ist schon wieder kaputt. Läuft bei ihm. So, das habe ich rausgefahren. Achso, ich muss mich vielleicht erstmal equippen. Wo habe ich die Sachen her? Ups. Das hätte ich gerne da. So rum finde ich es schöner. Wir haben schon wieder was zu essen vergessen. Haben wir noch. Achso, ja. Na komm. So. Wollen wir mal gucken, dass wir das hier irgendwie noch rumgerissen kriegen, das Ruder. Na, ich glaube, das war der mit dem Bogen, ne? Ich hoffe nicht. Ne, Bogen, den habe ich ja vorhin runtergeschmissen. Also einen von Gelb, nicht den mit Bogen, aber... Na gut, hat die Runde verlassen. Das ist auch eine nette Möglichkeit, um hier dem ganzen Spektakel zu entgehen. Und ich hoffe mal, dass es kein hinter mir ist.
hörte sich irgendwie gerade verdächtig danach an. Gut, da regt sich schon jemand auf. Jetzt kommen schon gleich Hacker. Irgendwie Bammel, dass irgendjemand durch die Gegend fliegt oder so. Das wäre nicht das erste Mal. Ja, ich weiß, ich hätte mir jetzt auch ein Eisenschwert holen können. Wollte ich aber nicht. Keine Ahnung warum, ist einfach so. So, du weg, du dahin. Warum ich eine volle Rüstung habe, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Aber gut. Wobei, wir haben noch. Ne, reicht leider nicht. Schade. Ich wollte uns gerade überlegen, ob man sich noch eine Spitzhacke. Hier einen Stärketrank. Ach, Stärketrank. Gehirn aufwachen. Ob man sich noch. Jo, läuft bei ihm. Ich bin im Bogen, ehrlich gesagt, überhaupt nicht so gut. Aber, glaube ich, gut genug, um behaupten zu können, dass ich ab und zu mal jemanden runterschieße. Da ist der nächste, den kriegen wir doch kaum. Schade. Ich glaube, Team Grün ist das. Kann das sein? Ne, Team Lila, die haben es auf uns abgesehen. Da laufe ich noch direkt in den Pfeil rein. Ja, ich bin gleich tot. Der hat's aber auch auf uns abgesehen. Was ist denn los mit dem Dude? Wenn der jetzt kommt, bin ich, ist es vorbei. Ja. Unser Teammate ist geleftet, kann das sein? Sind wir alleine? Ja, 1-1-1. Ist nicht so schön. Wir warten einfach mal, bis wir ein bisschen gerackt haben. Gut, gelb ist komplett clear. Der ist komplett rausgegangen gerade. Ein weiterer Schuss und ich bin tot. Obwohl ich schon den großen Bogen habe, hätte ich nicht gedacht. Das ist krass. Komm, komm, regenerieren, regenerieren. Ich hätte mir tatsächlich einen Trank holen sollen. Ja, er versucht es an der Seite vorbeizuschießen. Aber ganz so leicht. Ja, jetzt kommt er von der anderen Seite. Sehr feige. Sehr, sehr feige, sich von hinten anzuschleichen. Aber okay, muss er ja wissen. Wenn er meint, dass ihm das was nützt. Essen brauchen wir noch ein bisschen. Die werden definitiv jetzt hierher kommen, wenn die schlau sind. Aber irgendwie sind die auch nicht so schlau, wie ich dachte, weil sonst wären die ja schon hier. Okay, ich glaube, unser Bett ist auch nicht eingebaut, weil der Typ viel zu früh gegangen ist. Ja. Machen wir das zumindest ein bisschen provisorisch zu. So. Ich glaube, bei meinem Glück ist jetzt gleich direkt hier jemand. Das war der Dealer. Okay, das war ein bisschen peinlich. Habe ich den Dealer auch tatsächlich für Mitspieler gehalten. Aber unsere lieben Freunde, hier Team. Was sind wir überhaupt? Oh Gott, das ist ja das Finale gegen Team Lila. Irgendwie habe ich in fast jeder Folge, dass ich gegen. Ah, läuft mit E. Ah. Hat er mitgekriegt. Na, der kommt hier gleich definitiv her und macht uns fertig. Das sind halt diese Menschen, die ich nicht abkann. Die warten drauf, bis jemand runtergefallen ist, rennen dann rüber. Ja, wie gesagt, ich würde keinen Frieden mit ihm schließen. Das ist jetzt. Ah, ich traue der ganzen Sache nicht. Na, na, was ist denn los? Jetzt frage ich tatsächlich das gegnerische Team, ob ich mir Gold holen darf. Der wird mich definitiv runterstoßen. Definitiv. Na doch nicht. Das interessiert noch gar nicht, dass ich jetzt weggehe, ne? Beziehungsweise, dass ich einfach stehe und nichts tue. Also, nur so zur Info, ich weiß, das ist asozial, was ich jetzt vorhabe, aber ich werde ihn gleich definitiv runtermetzeln.
weil ich hasse Teamplayer. Ich habe das Angebot jetzt nur angenommen, damit ich ein bisschen Equipment habe und was tun kann. Aber das, was der vorhat, ist einfach asozial. Sowas mache ich nicht. Dieses Abschlussgespräch hier von wegen, dieses Angebotsding von wegen, Frieden und so ein Scheiß. Das ist einfach dumm. Das ist asozial, auch wenn andere Leute noch hier mit wären. Und sowas mache ich nicht. Vor allem, wir haben noch 50 Minuten Zeit, als ob ich jetzt 50 Minuten lang darauf warte, bis irgendwas passiert. Das ist nicht so mein Ding. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass er hinter mir ist und irgendwas versuchen wird. Wetten, der geht jetzt zu unserer Base? Ja. Gut, dann gehe ich zu deiner Base, mein Freund. Ich bin doch nicht bescheuert. Sag mal, was denkt denn der? Es war so klar. Es war so verdammt klar. Und damit bringt er sich jetzt um. Genau das war ja da das, was ich prophezeit hatte. Dass der ja unser Bett abbauen wird. Und sich jetzt auf den Weg hierher macht. Ich wette mit euch. Ja, wobei, hat er einen Bogen? Vorne hat er einen. Wo ist er denn jetzt? Jo. Der verarscht uns, der kommt vielleicht her. Metzelt uns. Geh weg. Nutze ich jetzt die Chance und mach ihn runter. Hey, hör auf. Ja, läuft. Das war eine relativ, ja, 12 Minuten, eine humane Runde. Aber immer wieder diese Leute, die einen verarschen wollen. Ich finde es einfach nicht fair. Weißt du, am Anfang schreibt er uns dann, ja, hier Frieden. Was ist daraus geworden? Gar nichts. Das sind immer dieselben Leute, die sagen Frieden und dann bauen die das Bett ab, wie man gesehen hat. Daraufhin bin ich direkt rübergegangen. Er dachte wahrscheinlich, ich sehe nicht, dass er rübergeht. Oder drehe mich halt nicht um, habe ich aber gesehen. Na ja, gut. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert gerne meinen Kanal. Wir sehen uns bei der nächsten Folge Bed Wars. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, haust rein. Tschüss.